Da gönnt man sich quasi mal 2 Wochen Urlaub und dann gibt es total viele neue News zu Starfield. Unter anderem werden wir heute darüber sprechen, was uns Todd Howard Neues präsentiert hat in einem aktuellen Video zu Starfield, werden über Raytracing reden und uns anschauen, was ein ehemaliger Entwickler zu Starfield sagt. Ich bin der Luis und hier auf Bemimos dreht sich alles rund um coole Rollenspiele und dessen Hintergründe. Wenn dich das interessiert, dann bleibe gerne mit einem Abo am Start. Fangen wir mit dem offiziellen Kram an. Todd Howard hat sein Schweigen gebrochen und endlich nach mehreren Monaten Funkstille etwas zu Starfield wieder herausgebracht bzw. was gesagt. In einem knapp 5-minütigen Video, was auf dem offiziellen Kanal von Bethesda hochgeladen worden ist, beantwortet der Game Director einige spannende Fragen zu Starfield. Eine Frage, die immer mal wieder aufgekommen ist, ist die Frage, ob denn Starfield ein Hardcore-Science-Fiction-Game wird. Damit ist vor allen Dingen gemeint, wie immersiv sich das Spiel anfühlen soll. Todd Howard gibt hier die Antwort, dass Starfield zumindest für Bethesda ein Hardcore-Science-Fiction-Game ist. Das geht dann sogar so weit, dass man sein eigenes Raumschiff auftanken muss. Je nachdem, wie viel Sprit man im Tank hat, kann man halt auch nur begrenzt reisen. Ich finde, das klingt ja schon mal recht detailliert. Ursprünglich war dieses System mit dem Tanken sogar etwas härter gestaltet. Also man konnte wirklich überall hinfliegen und dann konnte einem auch der Sprit ausgehen. Bei Bethesda hat man allerdings festgestellt, dass das ja etwas blöd ist, wenn man dann mit seinem Raumschiff mitten im Weltall irgendwo herumfliegt und nirgendwo mehr hin kann und im Zweifel dann halt seinen alten Spielstand laden muss. Man hat das jetzt so gelöst, dass man erst gar nicht dann halt in diese Gebiete fliegen kann, wenn der Sprit dafür nicht ausreicht. Soll heißen, man muss zwar tanken, aber man kann nicht irgendwie ausversehentlich in irgendeinem Sternsystem stranden. Ergänzend dazu hat Todd Howard gesagt, dass bestimmt Leute eine Mod herausbringen werden, die das System komplett so machen, wie es ursprünglich von Bethesda geplant war. Finde ich schon ziemlich interessant, dass hier schon von vornherein über Mods und die Modding-Community gesprochen wird. Insgesamt soll Starfield sehr realistisch sein und halt eine Zukunft zeichnen. Todd Howard gibt dazu selbst an, dass er sogar Bücher über Quantenphysik, Physik, aber auch über Gravitation gelesen hat, um ein besseres Verständnis davon zu bekommen, wie der Weltraum funktioniert. Ganz ehrlich, wenn man Todd dabei so zuhört, wie er über all die ganzen Sachen redet und die Fragen halt beantwortet, merkt man halt, dass er wirklich sehr leidenschaftlich dabei ist. Und ich persönlich habe hier wirklich den Eindruck, dass dieser Mann das Spiel verwirklichen kann, was er schon immer mal machen wollte. Das werde ich erstmal als ein sehr positives Signal gegenüber Starfield und ich finde es übrigens auch sehr cool, dass Bethesda jetzt so offen kommuniziert. Das haben sie in der Vergangenheit mit ihren alten Spielen ja nicht gemacht. Das absolute Highlight dieses Videos ist allerdings etwas Neues an Gameplay-Material. Und zwar wird uns das Dialogsystem näher gebracht. Schon in der Vergangenheit, bevor wir überhaupt irgendwas zu Starfield gesehen haben an Gameplay-Material, hat Bethesda ausgesagt, dass das Dialogsystem in Starfield das komplexeste ist, was sie jemals erstellt haben. Es soll über 252.000 Dialogzeilen besitzen. Und meine lieben Freunde, das ist wirklich enorm. Skyrim hatte 60.000 Zeilen Dialog und Fallout 4 dann schon ganze 111.000 an Dialog. Und natürlich werden diese in klassischer Bethesda-Manier wieder alle von Top-Synchronsprechern eingesprochen werden. Mit den Dialogsystemen in Starfield möchte Bethesda so ein Stück weit zurückgehen zu ihren Wurzeln. Dialoge sind in einem guten Rollenspiel enorm wichtig und dementsprechend hat man hier viel Arbeit und Zeit reingesteckt, um die Dialoge so glaubwürdig wie möglich zu machen. Laut Todd Howard sollen die Dialoge deutlich mehr Tiefe besitzen. Und das spiegelt sich auch wieder, wenn man halt die Anzahl der Dialogzeilen mal sich anschaut. Besonders spannend hierbei ist das Überzeugensystem, wo man tatsächlich durch mehrere Antworten quasi navigieren muss und dabei Punkte sammelt. Und wie im echten Leben muss man hier halt einfach einige Argumente mehr aufzählen, um zum Erfolg zu kommen oder halt um zu scheitern. In Skyrim konnte man halt einfach überzeugen im Dialog auswählen und entweder es hat geklappt oder es hat halt nicht geklappt. In Starfield hat man hier die Möglichkeit, nochmal ein bisschen weiter zu gehen, mehr Sachen auszuwählen, um dann eventuell ans Ziel zu kommen. Dieses Beispiel zeigt besonders gut, wie komplex die Dialoge in Starfield sein werden. Natürlich muss man da abwarten, wie viele NPCs davon überhaupt final dann betroffen sind, aber unabhängig davon gefällt mir dieses System echt recht gut. Man kann davon ausgehen, dass wir von offizieller Seite, also von Todd Howard und Bethesda, noch über die nächsten Monate einige spannende weitere Informationen zu Starfield erhalten werden, bis es dann released wird. Aber daneben gab es auch noch einige spannende andere Informationen zu Starfield, unter anderem die Frage, ob
das Spiel nun Raytracing haben wird oder nicht. Darüber habe ich bereits im letzten Video etwas spekuliert und tatsächlich gibt es dazu einige neue Informationen. Laut dem LinkedIn-Profil eines Mitarbeiters von Bethesda wird tatsächlich an einer solchen Integration von Raytracing in Starfield gearbeitet. Bisher war immer die Rede davon, dass es nur realistische Licht- und Schatteneffekte in Raytracing halt geben soll. Das betrifft dann vor allen Dingen die Innenräume und es war nicht wirklich klar, wie das Ganze jetzt mit der globalen Beleuchtung aussieht, die vor allen Dingen wichtig ist für die Außenwelt. In den Gameplay-Trailern hat man das auch sehr gut gesehen, dass die Innenräume deutlich besser aussehen, was die Lichtverhältnisse angeht, als die Außenwelt. Allerdings kann man davon ausgehen, dass tatsächlich Bethesda hier mit der Zeit auch noch globale Beleuchtung in der Außenwelt hinzufügen wird und wir bisher kein Material gesehen haben, was halt diese Technologie bereits besessen hat. Von hier aus können wir etwas weiter spekulieren und deswegen kann ich die Aussage treffen, dass Starfield wahrscheinlich auch DLSS bekommen wird. Hierbei handelt es sich um eine äußerst effektive Kantenglättungsmethode, die auf KI setzt und damit extrem viel Performance einspart, beziehungsweise wieder Performance und FPS freigibt. Tatsächlich sind Raytracing und DLSS in gewisser Art und Weise bei neuen Spielen ein Standard geworden. Besonders DLSS, was dafür sorgt, dass halt einfach Spiele deutlich mehr FPS haben. Man darf also bei diesem Punkt gespannt sein und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da bald noch mehr hören werden. Auf Grundlage der neuen Informationen lasse ich mich sogar dazu hinreißen zu behaupten, dass Starfield besser aussehen wird zu Release als im Gameplay-Material. Ehrlicherweise ist das ja auch nicht untypisch, so war das zum Beispiel auch bei Cyberpunk 2077, wo man ja zunächst auch einiges Gameplay-Material gezeigt hatte, was halt ohne Raytracing gelaufen ist. Abseits der ganzen Fehlversprechen, die es bei Cyberpunk gab und all der ganzen Bugs und Probleme, sieht das Spiel halt mit Raytracing wirklich ziemlich geil aus und deutlich besser als das Gameplay-Material, was halt sie zunächst gezeigt hatten. Zu guter Schluss sei noch ein ehemaliger Mitarbeiter von Bethesda erwähnenswert, der ein bisschen über Starfield geplaudert hat. So soll das kommende Sci-Fi-Game das größte werden, an dem Bethesda jemals gearbeitet hat. Insgesamt arbeiten über 500 Mitarbeiter an dem Spiel. Zum Vergleich, bei Fallout 76 waren es gerade mal 200. Das heißt, dass Bethesda ordentlich viele neue Mitarbeiter zusammengezogen hat und nun die Kräfte bündelt, um dieses Spiel voranzubringen. Was man zusätzlich dazu nicht vergessen darf, ist, dass hinter Bethesda Microsoft steht und damit verfügt Bethesda über grenzenlose Ressourcen. Eine besonders spannende Frage, die den Mitarbeiter auch gestellt worden ist, ist, wie das jetzt eigentlich alles mit der prozeduralen Generierung abgelaufen ist, beziehungsweise wie das dann halt aussieht, denn Starfield soll ja mehrere hundert Sternsysteme uns bieten. Der interviewte ehemalige Mitarbeiter will da nicht wirklich ins Detail gehen, offensichtlich ist das alles noch so ein Stück weit ein Geheimnis, aber tatsächlich soll es so sein, dass sich wohl wirklich jeder Planet irgendwie einzigartig anfühlt. Das deckt sich so ein bisschen mit Leaks, die es vorher zu Starfield halt gab, wo es hieß, dass Bethesda sich sehr, sehr viel Mühe gegeben hat, diese prozedurale Generierung so glaubwürdig wie möglich zu machen. Es gibt wohl unglaublich detaillierte Parameter, um die einzelnen Welten sehr einzigartig zu machen. So soll die prozedurale Generierung verschiedene Faktoren berücksichtigen. Als Beispiel sei hier die Hütte eines NPCs genannt, die man halt auf dem Planeten halt finden kann. Natürlich können wir hier als Spieler beispielsweise Items und Gegenstände stehlen. Je nachdem, was für ein Background der NPC hat, sollen diese Gegenstände ein dementsprechendes Theme haben. Befinden wir uns beispielsweise auf einem Wüstenplanet und der NPC war in der Vergangenheit ein Reisender, der auf einem Eisplanet war, so können wir in seinem Inventar bzw. in seinem Haus Items finden, die das halt erahnen lassen. Beispielsweise Winterstiefel oder halt eine Weltraumrüstung, die eher halt winterlich angehaucht ist. Wie gesagt, diese Aussage stammt aus einem Leak, der bereits einige Monate alt ist. Sollte das wirklich stimmen und ehrlicherweise halte ich das sogar für wahrscheinlich, dann wäre Starfield wirklich unheimlich komplex und nicht langweilig, leer und repetitiv, wie viele befürchten. Hier geht es jetzt weiter mit diesem spannenden Video. Klick dich gerne mal rein, bleibt gesund, bis dann, euer Luis.